Das ist typisch für diese Übersetzungen und meistens sind es Übersetzungen aus dem Türkischen oder Englischen. Im Sahih Muslim lautet die Überschrift zu diesem Hadith: Bab an-Nahy an Lubs al-Rajul al-Thawb al-Mu'asfar. Al-Mu'asfar heißt nicht einfach nur gelb. Al-Mu'asfar bedeutet nicht einfach nur gelb. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, hier wird erwähnt in der Kapitelüberschrift, dass sich das nur auf den Mann bezieht, nicht auf die Frau. Zweitens. Zu Punkt 1 zurück. Al-Mu'asfar ist ein Kleidungsstück, das mit Asphar gefärbt wurde. Mit Asphar. Saflor nennt man das, glaube ich. Oder auch Färberdistel. Das heißt, es geht nicht um die Farbe Gelb. Es geht um Stoff, das mit Saflor oder Färberdistel als Asphar bezeichnet. Asphar gefärbt wurde. Wenn es gelb ist, mit etwas anderem gefärbt, dann ist das legitim. Und in Bezug auf die auffällige Kleidung und so weiter, schlichte Farben, knallige Farben wie gelb, rot, das ist auch Quatsch. Eine Kleidung ist auffällig, wenn sie in einer Gesellschaft nicht getragen wird. Wenn aber die Gesellschaft beispielsweise diese rote Farbe trägt oder hellgelbe Farben, leuchtend gelbe Farben trägt und ich dann gelbe Farben trage, ist das auffällig? Das ist nicht auffällig. Das heißt nicht, die Farbe selbst ist auffällig. Das ist nämlich eine sehr relative Sache. Eine auffällige Farbe kann in einer Gesellschaft ganz unauffällig sein. Und es kann sein, dass eine Farbe, die in meiner Umgebung unauffällig ist, in einer anderen als eine auffällige Farbe gilt. Von daher, das so zu darzustellen, als ob es gewisse Farben gibt, die immer auffällig sind und andere, die nicht auffällig sind, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Ja, und wie gesagt, das mit dem Ausfall bezieht sich nur auf den Mann und nicht auf die Frau. Ich habe einen kleinen Video mal gehabt zu dieser Frage, Frau, die Kleidung von Frauen, kannst du dir mal anschauen. Das heißt, die Überschrift lautet: Darf die islamkonforme Kleidung der Frau farbig sein? Ist auf YouTube. Ja.